Für Menschen, die ohne entsprechende Aufenthalts- oder Arbeitspapiere arbeiten, gibt es ein neues Beratungs- und Unterstützungsangebot. UNDOC bietet kostenlos und anonym unterstützende Beratung in mehreren Sprachen. Lohnarbeit von Migrantinnen ohne Aufenthalts- und Arbeitspapiere ist unsicher, schlecht bezahlt und gefährlich. Nun eröffnen Gewerkschaften gemeinsam mit NGOs, der Arbeiterkammer Wien und der österreichischen Hochschülerinnenschaft die UNDOC, eine Anlaufstelle zur Unterstützung undokumentiert Arbeitender. Karin Jovic von UNDOC wird versuchen, den Blick der Betroffenen zu schärfen. Wir begleiten und unterstützen dann auch undokumentiert Arbeitende in diesem Prozess der Durchsetzung ihrer arbeitsrechtlichen Ansprüche, arbeiten aber sehr wohl auch an Workshops für Betroffene, aber auch Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, um das Rechtsbewusstsein zu schärfen, denn undokumentiert Arbeitende wissen viele nicht, dass die auch Rechte haben. Oft wissen undokumentiert Arbeitende nicht, wie viel Lohn ihnen zusteht, dass sie krankenversichert werden müssen oder ihre Arbeitszeiten werden schlicht nicht eingehalten. Die Anlaufstelle mit einer Beratung in verschiedenen Sprachen wird auch vom Sozialministerium unterstützt. Wir brauchen solche Beratungseinrichtungen, damit Menschen ganz niederschwellig in diesen Bereich irgendwie hineingekommen sind, auch niederschwellig quasi ihren Akten am Tisch legen können, ihre Fakten am Tisch legen können. Darum brauchen wir solche Beratungsstellen. Die UNDOC-Anlaufstelle ist montags zwischen 9 und 12 und mittwochs zwischen 15 und 18 Uhr geöffnet.